herzlich willkommen im Autohaus Konrad Schmidt. Mein Name ist Oliver Heinrich und ich bin hier im Verkauf zuständig. Und ich stelle euch heute unsere Performance-Palette, sprich Golf GDI und Golf R vor. Regelmäßig ca. 20 Performance-Fahrzeuge bei uns am Hof stehen. Somit dürfte für jeden was dabei sein. Das Paket beinhaltet zum einen den Golf GDD, Golf GDI mit 230 oder 245 PS und natürlich das Topmodell, den Golf R mit 310 PS und Allradantrieb. Wir haben überwiegend Gebrauchtwagen da, also Jahreswagen. Natürlich kann man auf Wunsch auch einen Neuwagen bei uns bestellen. Wie Sie im Hintergrund schon sehen, haben wir hier unseren Golf A59 von unserer Tochterfirma Schmidt Motorsport GmbH gleich nebenan. Und angelehnt daran sind wir natürlich immer spezialisiert darauf, dass wir einige Sportfahrzeuge wie zum Beispiel den GDI oder den Golf R hier am Hof stehen haben. Und die können wir uns gerne mal draußen angucken. Hier haben wir unsere GDI-Reihe stehen. Da stehen schon mal ein paar Fahrzeuge. Hinten auf dem Gebrauchtwagenpark geht es dann noch weiter. In der Preisklasse ist da alles mit dabei. Das heißt, es geht bei ca. 23.000 Euro los und endet bei um die 40.000 bis 45.000 Euro. Heute stellen wir Ihnen den Golf GDI Performance und den Golf R im Vergleich etwas genauer vor. Golf GDI Performance mit dem Handschaltgetriebe, 6-Gang manuell. Das Fahrzeug verfügt weitestgehend über eine Vollausstattung. Wir haben hier zum Beispiel ein Active Info Display drin und das große Navigationssystem Discover Pro. Vorteil bei dem Navigationssystem ist, wir können die Navigationskarte sowohl im Display als auch im Active Info Display abrufen, was beim Kleinen nicht möglich ist. Des Weiteren hat das Fahrzeug auch ein Panoramadach, das sehen wir hier oben schön. Machen wir jetzt aber bei dem Wetter nicht auf, weil sonst werden wir nass. So, wir fahren das Auto jetzt erstmal schön warm. Das heißt, Motortemperatur 90 Grad, Öltemperatur auch 90 bis 100 Grad. Und dann können wir auch mal zeigen, was das Auto so kann. Gerade noch in der Ortschaft, gleich geht es raus aus der Ortschaft. Und dann können wir hier mal im dritten Gang durchbeschleunigen, um den Motorsound ein bisschen kennenzulernen. Probieren wir jetzt hier mal aus. In dem wir uns gerade befinden, handelt es sich um einen Jahreswagen von VW. Das heißt, Vorbesitzer war die VW AG selbst und das Fahrzeug hat gerade mal ca. 10.000 Kilometer runter und steht dementsprechend auch noch wie ein Neufahrzeug da. Jetzt sind wir hier im Golf R. Ebenfalls das Facelift, auch wieder Golf GDI, wie auch alle unsere Jahreswagen, die wir aktuell am Hof stehen haben. Größter Unterschied zwischen dem Golf GDI Performance ist natürlich der Allradantrieb. Auch hier haben wir wieder das 6-Gang Schaltgetriebe, wie beim GDI Performance vorhin. Vorteil beim Golf R ist, dass es ihn noch als Schaltgetriebe gibt. Viele Fahrzeuge, gerade bei der Motorisierung, werden nicht mehr als Schaltgetriebe angeboten, sondern nur noch als Automatik- oder Doppelkupplungsgetriebe. Leistungstechnisch hat hier VW noch mal eine Schippe draufgepackt. Das heißt, wir haben hier anstatt 245 PS 310 PS. Passend zum Herbstwetter, wie wir hier schön an den Scheiben sehen, haben wir momentan auch unsere Winterradaktion. Das heißt, wir bieten für alle VW-Modelle Winter-Kompletträder an, sowohl Stahlfelgen als auch Alufelgen. Natürlich auch für Golf GDI und Golf R. Da haben wir 17 Zoll und 18 Zoll im Bestand. Aktuell bieten wir auch interessante Aktionen für den Fahrzeugkauf. Das heißt, wir haben die Umweltprämie. Beim Golf sind es zum Beispiel 3.750 Euro Prämie, die man für den alten Diesel bekommt. Und es gibt aktuell noch eine 0,0% Finanzierung. So, ich hoffe, ich konnte euch die beiden Modelle etwas näher bringen.
Falls ihr weitere Fragen habt zu den Modellen oder auch zu anderen Modellen der Palette, dann könnt ihr mich gerne anrufen oder eine Mail schreiben. Die Adressdaten seht ihr dann unten unter dem Video. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr das nächste Mal beim nächsten Video wieder mit einschaltet.